Hallo liebe Fans, Philipp hier, Team Deutschland Fanreporter. Ich gehe für euch ganz nah ran, das wisst ihr, jetzt bin ich auf dem roten Teppich. Ich habe es geschafft und jetzt gehe ich gleich rein zur Präsentation der Bekleidung hier in diesen heiligen Hallen, möchte man fast sagen. Ja, und ist schon gute Stimmung und hört ein bisschen Tanzmusik. Ich bin ziemlich aufgeregt, freue mich, dass ich da jetzt rein darf und ihr seid mit dabei. Ich werde gar nicht kontrolliert. Hinter mir ist Probe, da machen sich die Tänzer gerade warm. Die machen irgendwie sogar Breakletics, glaube ich. Also so eine Mischung aus Breakdance und Athletics. Sieht ziemlich geil aus. Und der Fanreporter möchte natürlich immer mitmachen. Deswegen gehe ich mal einfach mal mit auf die Bühne, würde ich sagen. Schnapp mir mal die Jungs und Mädels und schau mal, was so geht. Perfekt, genau so. Ich bin jetzt Backstage und was ich mache als Fanreporter, das wisst ihr. Ich schnapp mir nämlich jeden einzelnen Athleten und löcher den mit Fragen. Für euch und für mich. Macht's gut, bis gleich. Hast dich auseinandergesetzt mit dem Land? Freust dich drauf? Worauf freust du dich am meisten? Abseits der Wettkämpfe natürlich. Hast du ein bisschen Koreanisch gelernt vielleicht? Ich habe auf jeden Fall viel Koreanisch gegessen in letzter Zeit. Und freue mich. So, geil, super Vorbereitung, Job. Wir ziehen vor dem offiziellen Part für euch was vor. Nämlich Jonas Havtchenko und Bruno Massot haben schon die Klamotten an und sie fühlen sich direkt inspiriert zum Tanzen. Ne? Hey, wie fühlst du dich? Ich kann nur sagen, es sieht super aus. Sieht irgendwie lässig aus, fast wie ein Eiskunstlaufkleid. Ja, also es sieht nach Style aus. Das sieht auf jeden Fall nach Style aus, gerade auch beim Kollegen Bruno Massot. Also du sagst, okay. Okay. Steht. Fertig. Und dann rennen wir los. Nichts leichter als das, ne? Ich hab's drauf, würde ich sagen. Hey. Naturtalent. Naturtalent, auf jeden Fall. Und, wie gefallen dir die Sachen? Super, super. Es ist auf jeden Fall super bequem. Das sind ja deine vierten Spiele jetzt, glaube ich, ne? Was hast du da für einen Vorteil gegenüber jüngeren Athleten? Naja, mich macht das Ganze drumherum vielleicht nicht mehr so nervös. Ich lasse mich da nicht mehr ganz so viel davon ablenken, sondern quasi weiß schon, was auf mich zukommt. Dieses Ganzkörperkondom. Du hast gesagt, er hat es gesagt, ich habe es nicht gesagt. Das bekomme ich dann auch kurz vor den Spielen. Ist Maßanfertigung, also wirklich eng wie nix und da passt auch fast nichts mehr drunter dann. Wir werden normale Klamotten anziehen und dann quasi den Einstieg von Sommerspielen zu Winterspielen übergeben und eigentlich wissen wir ja gar nicht, dass wir hier sind. Wir sind ja gar nicht da. Okay, ich meine, alle die Augen sind, keiner weiß es. Was ich auch ganz toll finde von Adidas ist, dass sie gesagt haben, wir holen uns auch Sportler mit zum Designprozess rein. Dass sie wirklich gesagt haben, okay, mir ist das und das wichtig in meiner Sportart. Jetzt geht's richtig zur Sache. Es ist soweit. Die Präsentation der Bekleidung. Hier Mords Lichtshow ist wirklich eine Riesenshow aufgefahren. Und die Breaker machen das, was sie am geilsten können, nämlich breaken. Hammer, zieht's euch rein. Die Bühne füllt sich, die ganzen Athleten sind oben, haben alle die neuen Klamotten an und Lena Gerke, die muss es wissen als Model, ja, verteilt Komplimente für die Klamotten und für den Style und für die Leute. Also, wir schauen uns das an. Und das ist alles schon eine ziemlich pico, paco, bello, feine Veranstaltung heute. Die Journalisten haben die Möglichkeit zu fragen nach Interviews, aber erst kommt noch was anderes von oben. Laura und Kira. Staffelübergabe von Sommer an Winterspiele. Jetzt hier oben auf der Bühne. Erik Frenzel hat den goldenen Stab entgegengenommen, den goldenen Staffelstab. Laura Ludwig, Kira Walkenhorst übergeben diese Ehre an die Wintersportler vom Team Deutschland. Wir sind dabei. Ihr seid dabei. Willkommen. Und ich würde sagen, jetzt, da wir alle schon mal hier auf der Bühne stehen, machen wir noch ein kleines Gruppenfoto. Oder? So. Super. Fanreporter mitten dabei beim Gruppenfoto, fast mit drauf, mit seinem Selfie auf jeden Fall. Ich kann dir sagen, herzlichen Dank, ich habe viel gelernt, du hast toll moderiert, es war toll, dich zu sehen, dich zu hören und alles Gute weiterhin. Das ist ja süß, dankeschön. So, liebe Fans,
Da ich heute meinen eigenen Lichtschalter in der Hand habe, sage ich jetzt, schön, dass ihr wieder dabei wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Der Fernreporter ist raus. Haut rein.